Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, auch hier auf Falter Vanlife. Heute geht es weiter in Portugal, nach Nazaré und weiter nach Lissabon. Aber bleibt dran, nach dem Intro geht's weiter. Jetzt geht es hier los von dem Stellplatz an dem Flüsschen. Ich weiß wieder nicht den Namen. Verrückt. Das ist also ein bisschen kompliziert hier mit dem Namen. Ich fahre jetzt gerade hier durch den Ort und habe mich gerade von Will verabschiedet, von dem Iren, mit dem ich mich ein bisschen länger unterhalten habe. Aber wir bleiben in Kontakt. Wir haben die WhatsApp-Daten ausgetauscht. Insofern, der fährt auch zur Algarve, aber nach Salema, zu einem anderen Ort, zu einem anderen Campingplatz. Bis später. So, noch kurz einkaufen. Brauch noch ein paar Sachen. Weil ich ja immer wieder mal gefragt werde, wie ich das mit meiner Wäsche mache. Hier ein Beispiel. Solche Waschzentren sieht man in Portugal an vielen Einkaufszentren, wie hier zum Beispiel bei Intermarché. Da kann man für verschiedene Gewichtsklassen, also 18 Kilo für 8 Euro oder 8 Kilo für 4 Euro Wäsche oder 18 Kilo 2 Euro Trockner. So, jetzt hier erst nochmal eine SIM-Karte holen für mein Internet. 30 Euro für 30 Tage Unlimited Internet bei NOSH.
mein Stellplatz hier bei Nazareth auf einer Straße, die fast unten bis zum Meer führt. Allerdings ist da dann noch sind die Steilküsten im Weg. Unten ist ein Restaurant, was aber leider im Moment geschlossen ist, weil die keine Mitarbeiter finden. Sonst haben die sehr viel Meeresfrüchte, Fisch etc. Wie mir die Besitzerin oder Betreiberin eben gesagt hat. Und ein Stück höher an diesem Stellplatz ist die Ver- und Entsorgung und Müll. Platz kostet 7 Euro pro Nacht und 3 Euro, wenn man Ver- und Entsorgen will. Der einzige Nachteil, es ist ja sehr schräg. Meine Luftfederung hat es geschafft, fast auszugleichen. Wie man sieht, vorne sehr hoch. Und hinten sehr niedrig. Und dann geht es hier weiter von dem Stellplatz bei Nazareth Richtung Lissabon. So, jetzt erstmal die Luftfederung wieder auf Normalfahr bringen. Ups, falsch eingeschlagen, so. Ich muss erstmal drehen, weil hier die Straße hört ja hier auf.
So, ich bin jetzt unterhalb der langen Vasco da Gama Brücke, die über den Tejo Fluss und die Bucht von Lissabon führt. Unterhalb ist ein ganz schöner Park mit Sportmöglichkeiten und das Einzige ist, was man immer die Geräusche von dem Brückenübergang hört, dieses Rumklack. Was interessant ist, einige der Brückenpfeiler sind hier künstlerisch verziert worden. Das scheint aber nicht von irgendwelchen Graffiti-Sprayern zu sein. Und das sieht aus, als wenn es in Auftrag gegeben worden wäre. Sehr schön. Ich habe hier jetzt in der Nähe des Hieronymus-Klosters wieder einen Parkplatz gefunden und gehe mir das Kloster jetzt mal anschauen. Ist hier in dem Monument ist unten eine Entenbehausung drin. Entweder kann man hier sein eigenes Boot hinlegen oder aber man kann mit dem Bus fahren und auch schwimmen. Da gibt es wohl einen Bus, der auch ein Amphibienfahrzeug ist. Soweit mein heutiger Bericht von der nächsten Etappe in Portugal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch, würde ich mich darüber freuen. Und ein Kommentar ist auch immer ganz nett. Wenn ihr noch nicht abonniert habt,
dann den Abo-Button drücken und die Glocke, dann verpasst ihr auch nichts. Euch kostet das nichts und mir hilft es weiter. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, euer Thomas von Falter Vanlife.